Ja, links ist so eine Sache, ne? Und es gibt natürlich auch linke Schundliteratur. Und das ist ein Grund, warum Wolfgang Port vor der Linken weggerannt ist. Weil sie eben nicht krisensicher Marx und Adorno oder Reinhold Lettau zitieren konnte, sondern sich in Bücher wie diese gerettet hat. Der Tod eines Märchenprinzen, verantwortet von Sven Demirian. Und das war ein riesiges Ding. Anfang der 80er Jahre wurde verkauft wie blöde. Bundbuch und später Rowohlt. 200.000 verkauft, weil hier die Alternativszene zu ihrem Wesen kam und es nicht mehr um Emanzipation, Denken, Theorie, sondern um Bett, Erlebnis, Sehnsucht nach Erfüllung ging. Es gibt darüber eine schöne Sache bei YouTube. Da kann man einfach mal eingeben, der Tod des Märchenprinzen von Sven Demirian. Dann weiß man, was hier so drin steht. Was dort aber nicht genannt wird, ist, dass es eine Parodie auf dieses Buch gab, nämlich der Held selber, Arne, kommt zu Wort. Ich war der Märchenprinz Arne Piwitz. Auch sehr erfolgreich und fiel er da nicht eben von seinem weißen Schimmel mit goldfließender Nase und einer Miene aus Stein und Bein? Fiel er da nicht eben verlegen und hart, ungewaschen, seine schwarzen Socken unter blitzenden Zähnen, der Ziegenbart unter dem flatternden Frack, das Brausen in blitzblanker Brust, der Märchenprinz. Einfach schönes Buch, ne? Und dann hat der Spiegel natürlich recherchiert, wer ist das? Ne? Arne Piwitz. Wer ist das bloß, diese Parodie? Und der hat dann dabei auch rausgefunden, weil der Spiegel hat ja immer glasklare Analysen, die er dann zum Leser bringt, findet er heraus, dass Sven Demirian auch gar kein echter Autorenname ist, sondern ein Pseudonym. Und dass dieses Pseudonym Sven Demirian auch das Ursprungsmaulwerk des Pseudonyms Arne Piwitz kennt. So bricht alles zusammen. Die Linke ist auch zusammengebrochen im Alternativwahn. Ja. Das musste man sich eben antun in der Nachfolge von 68, 77 und so weiter. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es sowas gab und dass der gemeine Linke auch solche Schundliteratur gelesen hat.